Winke da draußen, mein Name ist Mario und ich zock heute mit euch nochmal eine Runde Diablo 2, Disney Mod in Hardcore und Hölle. Und damit ich es nachher nicht wieder vergesse, mache ich diesmal gleich meine Players, vier diesmal nur. Ja, mit Players 8 hatte ich, dank dem Verlust meiner Pfeile, dann doch mehr Probleme als mir lieb ist, im vierten Akt. Deswegen jetzt lieber nur Players 2. Vielleicht noch was zur Zielsetzung für diese Runde. Zielsetzung für diese Runde ist natürlich einmal die Belagerung zu brechen. Wer gibt mir denn überhaupt den Auftrag? Ich glaube, das ist Dings. Wie heißt der Baba da hinten? Da irgendwo steht er. Keine Ahnung. Der Baba halt. Der Baba. Und natürlich auf der einen Seite die Belagerung brechen. Also Schenk zu plätten und wenn es möglich ist, natürlich auch die Soldaten aus dem Hochland noch zu befreien. Damit die zurück zu Mama und Papa an den Tisch können und ich eine Handvoll Runen dafür bekomme. Ganz einfach. Und deswegen halte ich mich auch kurz und mach's gar nicht. Du machst hier gar nicht großartig lange. Ja, auch Players 4 ist im fünften Akt mit meiner Ausrüstung vielleicht noch nicht so 100% zu empfehlen. Ich weiß nicht. Muss. Interessanterweise hatte ich diese. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das kommt von den. Hier diese. Was so ein bisschen aussieht, als würde hier irgendwas einschlagen. Das kommt von den Katapulten. Ich hatte das eigentlich so in Erinnerung, dass das richtig, richtig Aua macht. Aber aktuell passiert irgendwie nicht wirklich was. Oh, das hat mich bisher noch nichts richtig getroffen. Das kann natürlich auch sein. Ja, wenn es schnell gehen soll, ist natürlich der Weg hier am Rand entlang die beste Wahl. Einfach aus dem einfachen Grund, weil man dann nicht aus allen sich nicht um Gegner aus allen Richtungen kümmern muss. Sondern halt dann wirklich nur die einem hier am Rand so über den Weg laufen. Dafür hat man dann halt den Nachteil, dass man, wenn man dann noch auf der Suche ist nach Items, was ich ja eigentlich auch bin. Oh, den muss ich mal mitnehmen. Also wenigstens mal gucken. Wenn man noch auf der Suche ist nach Items, dann hat das natürlich den Nachteil, dass man natürlich weniger findet, ist ganz klar. Ja, weniger Gegner bedeuten natürlich auch weniger Loot. Und weniger Loot ist in dem Fall dann halt ein Nachteil. Ganz klar. Ja, ich hätte mir ja vorhin, als ich oben gewesen bin, hätte ich mir meine Pfeile auch gleich mal reparieren. Ich wollte jetzt reparieren sagen, es stimmt ja nicht ganz. Ich muss auf jeden Fall darauf achten, leck mich am Arsch. Ich gehe, mach das nicht nochmal. Achso, scheiße. Anja ist ja noch gar nicht da. Ich kann ja nur zum Maler gehen im Moment noch. Was habe ich denn hier überhaupt? 3 Zusammenhängskills. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich auf meinem Necro auf. 854 Verteidigung ist nicht schlecht. Ich bin aber hier in den Pfeilen. Die hätte ich jetzt fast vergessen. Ich glaube, ich habe meine Belohnung. Ah, scheiße. Ach nee, das war bei Diablo. Scheiße, ich glaube, ich habe den. Ich glaube, ich habe den Wurfspieß für die Amazone liegen lassen. Bei Diablo, weil ich keinen Platz mehr hatte, wollte ich hochgehen und die Sachen, die ich habe, verkaufen und dann wieder runterkommen. Aber ich glaube, ich habe vergessen, wiederzukommen. Naja, ich werde alt. Ich werde alt. Naja, ich habe vorhin gelesen, ich bin alt. Danke, Amano, an dieser Stelle, dass du das so deutlich ausgedrückt hast. Naja, der Fairness halber muss ich natürlich dazu sagen, er hat sich da mit reingenommen in die Gleichung. Also es hieß dann, wir sind alt. Von daher
War er wenigstens fair? Er hat mich nicht alleine gelassen. Auf dem Abstellgleis fürs Alteisen. Not enough mana, ja, ja. Ihr könnt natürlich auch einfach so einen Mana-Drank mitnehmen und den trinken. Ich kann aber auch einfach mal ein, zwei Mal schießen mit meinem Multiple Shot und dann hat sich das in der Regel erledigt. Es müssen halt Gegner in der Nähe sein, aber das ist in den meisten Fällen ist das der Fall. In den meisten Fällen ist das der Fall. Das klang jetzt ein kleines bisschen sehr seltsam, aber egal. Das Prinzip bleibt das gleiche. In der Regel ist es so, dass irgendwo, wenn es außerhalb des Monitors ist, der Gegner auf mich warten. Und das ist meistens so, dass sie nah genug dran sind, um von meinen Pfeilen getroffen zu werden und damit vorausgesetzt natürlich die paar, die sich in Schussnähe aufhalten, sind nicht gerade immun gegen Körperschaden. Was trifft mich denn hier? Da ist doch gar nichts. Außerdem Gift, aber Gift macht mir ja nicht in der Form Schaden, dass meine Brunhilde hier anfängt zu stöhnen. Ja, so sexy, wie sie das dann halt macht, wenn sie getroffen wird. Nein, ich mach das jetzt nicht nach. Boah. Da habe ich den Teleport, den er hingelegt hat, doch tatsächlich mit einer Sterbeanimation verwechselt. Ich muss mal schauen. Also es geht im Moment recht gut noch. Trotz Players 4. Muss mal gucken, wie weit ich komme. Also Schenk ist natürlich gar kein Problem. Innerhalb der Zeit, die mir zur Verfügung steht. Also sprich etwa halbe Stunde. Na, da stand noch ein Stück zurück. Ein kleiner Schritt. Ja, du musst nicht denken, dass bloß weil du dich versteckst, dass ich dir nichts mehr tue. Ich suche und finde dich dennoch. Wenn du vorher versucht hast, mich zu verarschen, dann kriegst du erst recht Ärger. Oh, ich kann mich noch erinnern an die Bloodruns, wie ich es gehasst habe, wenn die Leute einfach nur am Rand durchgerannt sind. Dermaßen bescheuert. Ja, man hat Bloodruns gemacht. Also sprich, man hat dieses Gelände hier geklärt. Oh, schön. Für Erfahrung. Das waren XP-Runs, die man damals gemacht hat. Und dann ist es für mich absolut, absolut unlogisch, kontraproduktiv sogar, wenn man es genau nimmt, dann einfach nur hier schnell am Rand schnell durchzulaufen bis oben hin und dann schnell aus dem Spiel raus ins nächste Spiel gleich aufzumachen. Und dann wieder genau die gleiche Scheiße. Wozu? Wenn ich hier hinkomme, wegen Erfahrung, dann räume ich doch das gesamte Gebiet und renne nicht einfach nur schnell durch. Ich verpasse ja die Hälfte der Erfahrung. Aber Hauptsache schnell, schnell, schnell. Aber das andere dauert mir zu lange. Ich will nicht hin und her laufen, weil man muss ja dann hier rechts und links, ne? Man muss so im Zickzack. Oder man müsste sich in Gruppen aufteilen und dann besteht ja natürlich dann wieder die Gefahr, dass irgendjemand irgendwas kriegt, was man nicht kriegt. Also ein Item, da droppt irgendein cooles Item und man selbst war leider nicht in der Nähe. Und so führen Gier und Dummheit, wobei ja eigentlich beides gleich geartet ist. Ah, hier ist er. Führen Gier und Dummheit, also Bruder und Schwester quasi dazu. Och, der ging aber flott. Und da hat auch nicht wirklich was weggeworfen. Ich bin so ein kleines bisschen. Ich bin leicht enttäuscht. Enttäuscht. Ja, sorry, ich versuche mit möglichst wenig hessischem Akzent. Nee, nicht Akzent. Dialekt zu sprechen. Und wenn ich damit kämpfen beschäftigt bin, dann kann es durchaus mal vorkommen, dass mein Gehirn weiß, da kommt gleich ein Sch. Ist aber nicht so in der Form registriert, dass das ein richtiges Sch ist, also das, was dahin gehört.
Und mach dann aus dem automatisch einen. Ich, auch wenn es falsch ist. Aber so ist das halt manchmal. Gothic Shield. Gothic Shield. Ist das nicht aus dem Steel? Ich glaube, das ist aus dem Steel Set. Eine Armor. Und ich habe eben gerade schon gesehen, ich habe keinen Platz mehr. Ich kann ja gerade mal gucken. Es lohnt sich ja nicht, das sonst mitzunehmen. Ja, aus dem Steel Set. Heb ich das auf? Ich heb das jetzt einfach mal auf. Ja, das ist dann jetzt halt wieder die Kacke. Jetzt habe ich wieder mehr Charaktere. Ich hab's letzte Runde schon oder vorletzte Runde schon erwähnt. Ich habe mittlerweile spiele ich noch Necro mit meiner Frau und meinem Sohn zusammen. Und ich spiele auch nur mit meiner Frau noch separat. Spiele ich noch einen Baban und das wird dann unser Bobab, also der mit Kampfschreien die Horde unterstützt. Was sehr hilfreich ist, wenn wir ins UD gehen, also in den Überdungeon Your Death. Weil es da auf gar keinen Fall schaden kann, massenhaft Leben und Verteidigung zu haben. Und ein bisschen mehr an Skills auch. Kann der Barber ja alles. Ne, mit seinen Kriegsschreien ist er ja durchaus schön, eine Vierrune. Hallo? Mit seinen Kriegsschreien ist er ja ein sehr guter Supporter. Ist leider im originalen Diablo 2 quasi als, ja, er ist verkommen, wenn man es genau nimmt, weil er eigentlich nur noch als Supporter hergenommen wird oder wurde. Es hat kaum einer noch einen Baba gespielt. Weil es einfach besser ist, einen Bobab zu haben, als einen, der von sich aus alleine auch durch die Gegend springen kann. Ja, ich sehe schon, hier sind die Soldaten alle nicht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich von der Zeit her bin. Irgendwie ist mein Handy ausgegangen. Das lässt mich gerade fürchten, dass ich eventuell vergessen haben könnte, meine Stoppuhr einzuschalten. Ich muss mal kurz hier auf den Knopf drücken. So, mein geheimen Pin eingeben. Ja, ich habe natürlich vergessen. Natürlich vergessen, auf Start zu drücken. Sprich, ich stehe jetzt hier und weiß gar nicht. Ich tippe jetzt mal auf eine Viertelstunde. 15 bis 20 Minuten dürfte ich jetzt ungefähr dran sein. Ja, vielleicht noch nicht ganz. 20 Minuten eher nicht. Eher Viertelstunde. Die Pfeile gehen auch schon langsam wieder. Holodri. Ist ja kein Thema. Gehen wir gleich hoch. Ja, nach der letzten Erfahrung habe ich mir dann, oder versuche ich mir gerade anzugewöhnen, es einfach nicht mehr darauf ankommen zu lassen. Fertig. Pfeile gehen leer. Gut, gehe ich hoch. Kein Warten mehr. Und ja, das letzte Mal war, das war ja nicht mal, weil ich zu lange gewartet habe oder so. Es war einfach, weil es mir nicht, ich hab's nicht registriert. Weil dieses scheiß Icon über dem Lavasee gewesen ist und es deswegen nicht, es ist mir nicht aufgefallen, als es aufgepoppt ist. Es muss ja, irgendwann muss es ja aufgepoppt sein, dass meine Pfeile gleich ausgehen. Kriegt ja da die, das Icon erscheint ja irgendwann. Und das fällt ja dann ja in der Regel auf. Das ist ja nicht das Icon selbst, das auffällt, sondern es ist die Tatsache, dass es quasi da oben aufpoppt. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen was mit Konditionierung zu tun hat, weil man weiß ja als Amazone, dass da oben, wenn die Pfeile leer sind, dass die da aufpoppen. Und man da deswegen stärker darauf reagiert. Oder ob es halt einfach ist, weil da jetzt gerade was Neues. Oh, Schäfchen. Oder ob es einfach ist, so auffällig ist, weil halt einfach was Neues da oben aufgetaucht ist, was vor einer Sekunde oder vor einer halben Sekunde eben noch nicht da gewesen ist. Kann ich nicht beurteilen, bin kein Verhaltenswissenschaftler, kein Psychologe oder irgendwas ähnliches. Also hier, dafür, dass hier alles voll mit Bossen ist, naja, alles voll, ist ein bisschen weit hergeholt jetzt, aber auf jeden Fall. Zwei Bosse waren ja jetzt hier eben gerade. Dafür hat es aber erstaunlich wenig
erstaunlich wenig Loot gegeben. Ich meine, immerhin bin ich ja auf Players 4. Also, es ist nicht so... Ist ja nicht so, dass hier nichts zu tun wäre. So, jetzt aber. Nichts zu tun wäre vor allen Dingen. Das ist schon wieder Rede. Das liegt aber daran, dass ich jetzt gerade mal vollkommen vergessen habe, was ich eigentlich sagen wollte. Deswegen kann ich es jetzt nicht mal mehr berichtigen, aber ich weiß aus. Ich weiß quasi aus Erfahrung, dass es nicht. Das war nicht das, was ich gesagt habe. Das war nicht das, was ich ursprünglich sagen wollte. Ist aber auch nicht schlimm. Habt mich einfach lieb, so wie ich bin. Und dann werden wir alle glücklich. Mehr oder weniger zumindest. Ja, das ist aber, glaube ich, eine Wurfaxt, oder? Eine Balanced Axe. Ja, das ist so ein Wurfding. Brauche ich nicht. Brauche ich ganz sicher nicht. Ja, was ich eigentlich sagen wollte vorhin. Mit, dass ich jetzt wieder die Probleme habe, dass wieder alles voll ist, weil ich wieder allen möglichen Scheiße mitnehme, weil ich ja jetzt schon wieder angefangen habe, mehr oder weniger aktiv zu spielen. Das heißt, ich habe schon wieder 3 Charaktere. Das heißt, ich muss natürlich dann auch immer wieder für alle Charaktere auch möglichst was mitnehmen, wenn denn mal was Angenehmes fällt, ist ja logisch. Wobei ich mir jetzt auch überlegt habe, und ich denke, ich werde das auch weiter so machen, dass ich die Amazone hier, die bleibt so, wie sie ist. Oder ich werde es euch zumindest nicht vorenthalten. Also bisher ist sie komplett self-found. Ja, sie hat von dem Muli nichts bekommen. Es ist auch nichts drauf. Ich hatte geguckt wegen den Pfeilen, ob ich wenigstens ein paar Pfeile aufgehoben habe. Ich hätte eigentlich wetten können, aber ich glaube, ich habe die meiner Frau gegeben. Die spielt nämlich auch eine Amazone. Da, wo ich mein Necro spiele in der Gruppe mit meinem Sohn zusammen, da spielt sie eine Amazone. Und ich glaube, ich habe ihr die Pfeile alle gegeben, die ich mir extra aufgehoben hatte, falls mal irgendwas passieren sollte. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich Pfeile leer geschossen habe. Meistens passiert das wegen Dummheit. Einfach weil ich der Meinung bin, auch das geht schon. Das reicht noch. Aber das war ja diesmal gar nicht so, war ja diesmal gar nicht der Fall. Und deswegen hat sie schon so einen kleinen, was ist das hier? Fiese Türen. Deswegen hat sie mir so einen kleinen Vorrat angelegt, aber den konnte ich leider nicht nutzen, weil es war keiner mehr da. Da hätte ich dann also fast mich quasi mit fremden Federn dann geschmückt, obwohl ich die Sachen ja alle mit der Amazone gefunden habe. Obwohl das eine oder andere ist dann vielleicht auch doch schon mit dem Necro, auf den Necro zurückzuführen. Aber ja, sag mal, ich laufe hier und ihr kommt dann, es schleicht sich immer so einer von halb hinten noch an. Aber ich denke, ich werde die Amazone hier self-found weiterspielen, falls ich mich dazu entschließen sollte, ihr Ausrüstung zukommen zu lassen, die ich mit einem anderen Charakter gefunden habe und sie erst auf den Muli noch gepackt habe, dann werde ich das definitiv erwähnen. Solange ich nichts erwähne, könnt ihr davon ausgehen, dass diese Amazone self-found ist. Sie hat sich komplett durchgespielt, ist ja der erste Charakter. Es gab ja keinen, der sie hätte ziehen können. Durch Albtraum zum Beispiel oder durch Hölle hier jetzt. Von daher ist das ja sowieso gegeben. Von daher ist sie wenigstens legitim gespielt und nicht durchgerusht von irgendeinem Riesen-Char mit Mega-Ausrüstung, der vorspringt und einfach nur die Wegepunkte schnell gibt und, falls es notwendig ist, die Bosse dann killt oder den Rat oder Vorarbeit leistet. Und so könnt ihr euch wenigstens sicher sein. Sicher sein könnt ihr euch natürlich nicht.
kann immer was erzählen und kann sagen, hier, ich habe MF-Runs gemacht, ich habe das und das gefunden. Und hätte es in Wirklichkeit, hätte ich es mir von einem Muni geholt. Mache ich aber nicht. Ihr könnt mir da ruhig vertrauen. Falls es euch überhaupt wichtig ist, mir persönlich wäre das wichtig. Einfach aus der Tatsache heraus, dass ich als Hardcore-Spieler stehe ich sowieso drauf. Und als Nicht-Trader, ich habe mich immer geweigert, mit anderen zu traden. Die meisten Leute können das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe mein Zeug einfach lieber selbst. Also ich habe kein Problem damit gehabt, wenn ich was geschenkt bekommen habe. Zumindest wenn ich noch ganz am Anfang gewesen bin. Aber ansonsten bin ich lieber, also self, nicht komplett self-found, aber das wenigstens die Items, die, ey. Das könnte ich nicht mal mehr, selbst wenn ich es wollte, mit meinem Kältepfeil. Mit meinem Kältepfeil, was dagegen halt. Das müsste doch jetzt eigentlich schon gewesen sein, oder? Ne, Rescue 5 more soldiers immer noch? Ne, go to Lasok. Ja, aber jetzt hole ich mir erst noch den, nächsten Wegepunkt. Und dann dürfte es ja auch schon wieder vorbei sein, von der Zeit her. Ah, da steht eine goldene Kiste. Ich habe mir auch überlegt, entgegen meiner Angewohnheit möglichst wenig mit offener Karte zu spielen. Was es für mich ein bisschen ungewohnt macht, weil ich es halt einfach gewohnt bin. Ich spiele immer mit offener Karte, mit offenen Karten quasi. Ich bin eine ehrliche Haut. Ja, es hilft mir einfach, mich zu orientieren. Ich habe eine größere Sichtweite einfach mit der Karte. Wenn die Karte offen ist, die Minimap, dann kann ich weiter gucken. Die Ansicht ist zwar isometrisch, das heißt, ich kann ein bisschen weiter vorgucken als zurück. Aber das reicht mir nicht. Ich habe es gern noch ein bisschen weitläufiger, mein Sichtfeld. Und das geht nicht. Dafür ist die Minimap ganz gut. Da kann man viel besser sehen, wie sich das Gelände verhält. Und wenn man das Spiel so lange spielt, wie ich es schon spiele, dann kriegt man einfach so ein Gefühl dafür, wie die Karte dann weitergehen könnte oder an welchen Stellen die Karte Probleme bereiten könnte oder sich Monster aufhalten könnten. Jetzt gehen meine Pfeile wieder, Allah. Aber ich glaube, ich mache erstmal hier die Jungs da oben. Erstmal die Jungs da oben platt. Und der Chef, der da irgendwo stand, der ist schon platt, oder? Mist, da habe ich jetzt natürlich auch gar keinen Platz mehr für. Weder für das eine, ich denke mal nicht mal mehr den, da kriege ich noch unter. Und den habe ich noch untergekriegt. Aber das hier kriege ich auf gar keinen Fall mehr unter. Den kriege ich auf gar keinen Fall mehr unter. Oder das eigentlich. Ist ja das Wirefleece, würde ich sagen. Dann nochmal schnell die Pfeile auffüllen. Achso, verkaufen muss ich dann auch. Oder umräumen wenigstens. Wenigstens mal grob umräumen, dass so die größten Sachen verschwinden. Also so zum Beispiel. Und dann kann ich nämlich schon wieder zurück. Ja, ich weiß, da ist irgendwo noch ein goldener Ring. Aber erstmal will ich jetzt das Wirefleece mitnehmen. Ich werde das zwar nicht nutzen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass alle meine Charaktere bereits Besseres anhaben. Außer vielleicht mein Baba, der ist, glaube ich, erst ein paar 70 oder sowas. Müsste ich mal gucken. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, jeden Schrott mitzunehmen. Nur weil eventuell einer damit was anfangen könnte, einer meiner Charaktere. Ja, jetzt hier eigentlich nur noch schnell den Wegepunkt. Schnell ist natürlich leicht gesagt. Das ist natürlich leicht gesagt, gar keine Frage. Ich und mein armer Fifi rennt hier dem komischen Kerl die ganze Zeit hinterher. Und kommt überhaupt nicht dazu, mal einen Schlag zu landen.
Ja, möglichst schnell. Möglichst schnell bitte den Wegepunkt. Da ich nicht genau weiß, wie lange ich jetzt hier schon dran sitze. Gefühlt bin ich bei, ich würde sagen zwischen 20, oh, vergiss es, nee. Gefühlt würde ich sagen, bin ich bei zwischen 20 und 25 Minuten. Und sie sind natürlich, die Karte ist natürlich auch hilfreich. In so einem Fall zum Beispiel, wenn ich nicht genau einsehen kann oder noch nicht genau einsehen kann, was da ist, dann würde ich auf jeden Fall immerhin schon mal den Dings sehen können. Den Wegepunkt. Den sehe ich auch auf der Karte. Ab und zu rennt man ja auch dran vorbei, weil man vielleicht gerade mit Selbstverteidigung beschäftigt ist. Und dann kommt es durchaus das eine oder andere Mal vor, dass man einen Wegepunkt übersieht und dann quasi über die halbe Karte nochmal zurückrennen darf, nur um den Wegepunkt nochmal anzuticken. Auch das ist ein Grund, warum ich den Lauf mit der Karte bevorzuge. Aber ich weiß nicht, wie es für euch ist. Ihr seht ja dann auch weniger vom Spiel, gerade wenn es dunkel ist, also wenn es unterirdisch in einem unterirdischen Dungeon sich abspielt, dann mag da ja durchaus ein Problem auftauchen, dass man nicht mehr anständig erkennen kann alles. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte euch ja die Spielerfahrung, auch wenn ihr es nicht wirklich selbst spielt, nicht unnötig schmälern. Nur weil ich es gewohnt bin mit offener Karte. Ach, Leute. Ihr nervt ganz schön, wenn ich mal ehrlich sein soll. Ja, Quirone nehme ich jetzt nicht mit. Wo ist denn hier eigentlich der Rand? Ach, cool. Ich habe den Wegepunkt gefunden. Den Rand gesucht, den Wegepunkt gefunden. Das ist wie im echten Leben auch. Wenn man irgendwie, man sucht seinen Stift. Hier, Kugelschreiber weg. Wo ist mein Kuli? Und du suchst und findest den verfluchten Kuli nicht mehr. Aber wehe, du suchst dann zwei Tage später irgendwie, keine Ahnung, einen Schraubendreher. Und schwupps, fällt dir auf einmal dein Kuli in die Hand. Ja, you are amazed. You don't have to be amazed. Because you already know me. You know I'm the greatest, I'm the biggest, I'm the best that ever was and ever will be and actually is. So, shut up and sleep with me. Come on, why don't you sleep with me? A little experience. Cool. But in fact, it's just a little experience. But I don't care. It's a good ring. Anyway. Ah, I can get my... Afternoon. Huh? What? Go to Asul Lazuk. Rescue 5 more soldiers in the Frigid Highlands. Fuku! Fuku! Muss ich doch nochmal schnell. Ich wollte mich schon verabschieden. Where are you? Ich hab sie schon aufgedeckt. Da sind sie. Aufgedeckt sind sie schon. Nur befreit habe ich sie nicht. Das ist ganz schön widerspenstig hier. Finde ich nicht okay. Ich hab's eilig. Lass mich bitte durch. Ein Mummify Trophy. Ja, jetzt habe ich wieder keinen Platz für die drei Runen. Na, ich weiß nicht, soll ich den. Ich nehme den mit. Kann ja nicht schaden. Dann kann man so ein bisschen dekadent dann gleich. Kann ich mich dann mit einem Erfahrungsschein über dem Kopf kann ich mich verabschieden und logge mich dann aus dem Spiel aus. Ja, der Dings hat es doch so schön gesagt. Die Schwesterwelle. Unser Freund Guido. Der Schmalzlokus. Sowas war unser Außenminister. Oh, Alter, meine Fresse. So einer hat uns vertreten. Auf der ganzen Welt. Krieg ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich da nur dran denke.
Ernsthaft. Ja, dann würde ich sagen, das war's gewesen für diese Runde. Falls es euch Spaß gemacht hat, dann lasst mir doch einfach ein Like da oder einen Daumen nach oben. Wo ist der Unterschied? Lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder schreibt mir was in die Comments. Ich habe auch 3 Summoning Skills. Muss ich gleich mal vergleichen hier, die 2. Genau, abonniert meinen Kanal, falls euch das Gesamtpaket gefällt. Ihr verpasst dann wenigstens auch nichts mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns nächste Runde. Awinke!